Es gibt Menschen, die nehmen Tiere dafür her, um ihren Hausbau zu organisieren. Dann ist Wasser im Keller ein Issue. Die gleiche Person hat aber auch seine Hochzeit mit Tiere organisiert. Das ist seine Frau, war dann bis zum Tag der Hochzeit ein offenes Issue. Kann man machen, sind noch immer verheiratet. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Was erwartet Sie heute? Mir geht es heute um ein paar Dinge, die ich hier nicht adressieren möchte. Ich werde Ihnen nicht erzählen, wie toll Jira ist. Ich werde Ihnen nicht erzählen, wie toll Confluence ist. Ich werde Ihnen ein bisschen was über die Innovationskultur bei Atlassian erzählen, warum wir so sind, wie wir sind. Das ist übrigens einer der wenigen Tage, wo ich Sakko anhabe. Nicht, weil mir das T-Shirt nicht mehr passt, sondern weil mir ganz einfach saukalt ist. Der Winter ist angekommen. Wir sind so typischerweise eine T-Shirt-Company. Wir machen aber nicht nur T-Shirts, wir machen auch Socken. Ja? Manche würden töten für diese Socken. Was erwartet Sie heute denn noch? Sie haben alle ein Maßband auf dem Tisch vorgefunden. Wer hat kein Maßband? Wer hat kein Maßband vor sich auf dem Tisch liegen? Okay, Sie müssen dann Kopf rechnen. Es geht ja. Wir erzählen auch etwas über die Werte bei Atlassian. Und das ist der anstrengendste Teil, wenn man bei Atlassian arbeitet, immer wieder an diesen Werten zu hängen, diese Werte umzusetzen, weil es ist ja sau anstrengend. Es ist ja grundsätzlich anstrengend, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ja. Wir alle wissen ja, wie es am besten geht. Und wir alle wissen, dass wir immer die ultimative Idee haben, warum sollen wir das mit jemandem teilen oder überhaupt jemanden reinnehmen. Und das führt mich dann zu den Fehlfunktionen. Die erste Übung, es gibt mehr, Sie nehmen das Maßband in die Hand. Es ist dann Ihres, ja, also Sie müssen es nicht wieder abgeben. Sie können es hier liegen lassen. Die Männer knicken das Maßband bei 80 cm. Und die Damen in dem Raum knicken das Maßband bei 85. Das ist so über alle Länder in der Europäischen Gemeinschaft die durchschnittliche Lebenserwartung. Sie sehen, ich mache diese Übung nicht mehr mit, mir deprimiert die zunehmendermaßen. Und dann, das ist dann der Punkt, wo Sie sich selbst bescheißen können oder auch nicht, knicken Sie das Maßband wieder bei Ihrem aktuellen Lebensalter. Genau, Frau Held, deswegen mache ich diese Übung nicht mehr. Ja, soweit fertig. Und dann, wer hat denn einen Streifen, der so um die 30 cm lang ist, um das positiv besetzt zu lassen? Ja, okay. Wer ist denn so aus der Babyboomer-Generation hier in diesem Raum? Ich sehe hier einige Silberrücken, die hier sitzen. Ja, das sind ja die, wir waren ja noch die Fernbedienung, oder ich zumindest war daheim ja noch die Fernbedienung. Österreich ist ein kleines Land, deswegen hat man von Anfang an nur zwei Fernsehkanäle. Und immer wenn mein Vater einen anderen Fernsehkanal sehen wollte, hat er gesagt, Robert, steh auf, schalt um von ORF 1 auf ORF 2. Also war dann die Fernbedienung. Was ich Ihnen mit dieser Maßbandübung aber veranschaulichen möchte, ist, Männer werden 80 Jahre alt innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Ich wünsche Ihnen alles ein viel längeres Leben, Frauen 85. Und ich stelle mir jeden Tag morgens die Frage, ist das, was ich mache, wirklich, wirklich das, was ich machen will? Ist das, was ich morgens mache, wirklich das, was ich machen will? Oder will ich eigentlich ganz was anderes machen? Dann muss man die Frage stellen, warum mache ich den Job, den ich mache? Ist jemand hier, weil er hergeschickt wurde, weil er hier sein muss? Ich würde jetzt dann ein bisschen Angst bekommen. Also stellen Sie sich die Frage, ist es der Job, den Sie machen? Ist es der Job, den Sie wirklich machen wollen? Und wenn Sie zu der Überzeugung kommen, es muss jetzt nicht hier sein, Sie können sitzen bleiben, wenn Sie zu der Überzeugung kommen, das ist nicht das, was ich machen will, dann gehen Sie raus und machen Sie etwas anderes, um Gottes Willen. Dann bleiben Sie nicht in Ihrer Rolle drin stecken, dann bleiben Sie nicht bei einer, sorry, deutschen Post oder auf irgendeinem anderen sicheren Posten sitzen, sondern gehen Sie raus und machen Sie das, was Sie wollen. Und sehr viele Märkte, sehr viele Kunden, sehr viele Unternehmen machen genau das, was sie wollen. Und ein Beispiel dafür ist ein Produktionsvorstand eines großen Automobilherstellers, flog nach Silicon Valley im Anzug und Krawatte.
sauber geputzten Schuhen, war 3 Wochen in Silicon Valley, kam zurück, hat eine Betriebsversammlung eingerufen und hat dann die magischen Worte gesagt: Ab heute sind wir agil. Ja. True story. Alles, was ich hier erzähle, ist wirklich passiert, außer ich erzähle, es ist nicht so passiert. Auf jeden Fall kam der wieder zurück, hat keinen Anzug mehr getragen, trug T-Shirt und dann so ein komisches Baumwollsacko und hat dann sogar Sneakers angehabt und hat sogar Jeans getragen und gesagt, wir sind jetzt agil. Und die Mitarbeiter haben gesagt, okay, gut, dann sind wir jetzt agil. Der hat dann eine leerstehende Produktionshalle angemietet und hat in dieser Produktionshalle ein Basketballfeld aufpinseln lassen, hat Bälle reingeschmissen, hat Ping-Pong-Tische in die Nebenräume platziert, ab 17 Uhr gab es dann Bier. Wer hat Kinder mit Nerfguns? Ja, das ist so dieses Druckermodell. Ja. Die Gun kostet nichts, aber die Munition verschwindet immer. Innerhalb von 2 oder 3 Tagen sind 20 Schuss weg wie nichts und sie gehen dann wieder hin und kaufen für 9,99 € dann den Nachschub. Das ist halt der Nerfguns dann positioniert und die Mitarbeiter haben das Angebot wahrgenommen, weil die gesagt haben, okay, cool, wenn unser Vorstand sagt, wir sind jetzt agil, dann tun wir zumindest mit. Sind in diese Halle nach 17 Uhr, haben das Bier auf die Seite gestellt, haben begonnen Basketball zu spielen, kamen zurück und haben gesagt, sind keine Körbe da. Okay, also auf ins Facility Management. Und die Antwort von dem Facility Manager war, Körbe, dafür gibt es kein Budget. Ja. Target drives behavior. Und genauso wenig, wie sie agil verordnen können, agil ist eine, manche betrachten es als Religion, ich glaube nicht, dass man alles agil machen kann. Ich bin, was Autos betrifft, eher frankophil anbelangt oder veranlagt. Und wenn man überlegt, wie manche französische Autos zusammengebaut wurden in der Vergangenheit, weiß ich, dass die agil zusammengebaut wurden. Das, was heute auf die Straße gestellt wird, ist wirklich sehr gut, ist wirklich sehr, sehr gut von der Qualität her. Und wenn Sie sich hier zum Beispiel jetzt nur diese Autos als Symbolfoto überlegen, warum haben bestimmte Carsharing-Modelle nicht funktioniert? Weil wir daran gewohnt sind, diese Dinger zu besitzen. Ich will ein Auto besitzen. Wer besitzt hier in dem Raum noch ein Auto? Also keine Leasingverträge, weil dann gehört es der Bank. Aber wem gehört ein Auto? Okay. Und ein Konzern, der Automobile verkauft, hatte das Problem, dass der Automobilverkäufer dafür bezahlt wurde, ein Auto zu verkaufen. Die große Vorstandsvision war aber, ich will ein Carsharing-Konzept einführen. Ich will, dass die Leute dieses Fahrzeug nur dann nutzen, wenn sie es wirklich benötigen. Dann nehmen die so eine Pizzabox, nehmen irgendwas Größeres, nehmen einen 4-Sitzer, nehmen einen 9-Sitzer her, je nach Bedarf, was wir dann an Autos benötigen. Wenn Sie aber einen Automobilverkäufer dafür bezahlen, dass ein Auto verkauft und nicht dafür bezahlen, dass ein Auto vermietet, wird dieses Projekt scheitern. Da können Sie so agil sein, wie Sie wollen, dieses Projekt wird scheitern. Als man das gedreht hat und gesagt, okay, ich ändere das Provisionierungsmodell und bezahle den Leuten Geld dafür, dass sie die Autos vermieten, dann hat das abgehoben. Wann haben Sie Ihre letzte CD gekauft? Außer auf Flohmärkten? Vinyl, ich kaufe Vinyl. Genau, Vinyl, danke. War nicht abgesprochen, gutes Stichwort. Wie viel Vinyl ist in Deutschland im Jahr 2016 verkauft worden? Wie viele LPs sind verkauft worden in Deutschland im Jahr 2016? Circa. Können wir mir anschreien? 2700. Nee. Etwas mehr? Circa. Wie viel? 1,8 Millionen. 1,8 Millionen Vinyltonträger sind verkauft worden, was jetzt nicht so schlecht ist. Ja. Was machen wir heute? Heute stöpseln wir unsere Playlist zusammen und hören auf Spotify oder irgendeinem anderen beliebigen Streamingdienst nur das, was ich hören will. Und ich muss mir nicht das ganze Album runterladen, wo ich sage, 2 Songs sind okay, aber den Rest kann es wirklich in die Tonne treten, was hier angeboten wird. Das heißt, der Markt treibt sehr oft die Innovation vor sich her. Was macht Amazon? Wir laufen jetzt ziemlich mit großen Schritten in die Weihnachtszeit rein. Amazon verschickt Bücher mit der Post. Die machen natürlich andere großartige Sachen, keine Frage. Aber die Grundidee war ja von Anfang an, wir verschicken Bücher mit der Post. Kein sonderlich originelles Geschäftsmodell. Ich mache jedes Jahr mit meinem Buchhändler die Wette. Aktuell steht es dieses Jahr 8:0 für den Buchhändler. Ich bestelle die Bücher bei dem Buchhändler. Und probieren Sie das mal aus. Zum gleichen Zeitpunkt, wo Sie beim Buchhändler anrufen, das Buch bestellen, bestellen Sie das gleiche Buch bei einem Versanddienst. Und mein Buchhändler war letztes Jahr 16:1 immer schneller als ein Online-Buchhändler. Dieses eine Buch, das er nicht liefern konnte, hat er dann auf seinen Amazon-Account bestellt
und hat mir dann dieses Buch geliefert. Ja? Also support your local Buchhändler. Wie betrachten wir bei Atlassian Innovation? Warum glauben wir, dass wir erfolgreich sind mit unseren Lösungen? Wir glauben aber auch dafür drei grundsätzliche Punkte. Man braucht tolle Werkzeuge. Wer nutzt Confluence oder Jira hier in dem Raum? Okay, toll. Das heißt, Werkzeuge mit einer sehr geringen Hemmschwelle, diese Dinger auch zu nutzen. Und wenn Sie schon mal Confluence-Page erstellt haben, und das war meine Aufgabe in den ersten 2-3 Wochen, wir müssen dann so einen internen Blog schreiben und schreiben, woher kommen wir, wohin gehen wir. Da muss man dort Bilder einbinden und vielleicht nur Multimedia und auch ein bisschen was von sich privat preisgeben. Dann wissen Sie, dass Sie bei Confluence überhaupt nichts zerstören können. Wenn die Page creepy aussieht, dann gehen Sie halt 2 oder 3 Versionen zurück, fein, aber Sie machen nichts kaputt. Dass Sie müssen dem Anwender die Möglichkeit geben, diese Werkzeuge zu nutzen, ohne dass irgendwie großer Schaden entsteht. Sie brauchen aber auch starke Buddies, um das Wissen, das wir alle in unseren Köpfen haben, irgendwo aufzuschreiben. Und das Gute bei Ideen, komme ich wieder zu der Challenge mit der Zusammenarbeit, das Gute bei Ideen ist ja, wenn mir jemand eine Idee klaut, macht er damit maximal eine Kopie. Aber das Original bleibt immer noch bei mir. Ja. Und dann geht man in so einen Raum hier rein und das Erste, was man machen sollte, wenn man in eine Besprechung geht, man lässt einmal das Ego draußen, gibt das Ego draußen ab und versucht dann mal mit den Menschen zusammenzuarbeiten, zusammen etwas zu erreichen. Und das ist total ungewohnt, weil wir, und wenn ich mir hier so die Reihen anschaue, eher aus einer leistungsorientierten Gesellschaft kommen, aus einem leistungsorientierten Denken. Du musst der Erste sein, du musst der Beste sein, du musst das oder das oder das erreichen. Papa, ich habe eine 2 auf die Matheaufgabe bekommen. Warum keine 1? Ja, das sind so positiv besetzte Motivationen. Dass sie brauchen starke Buddies, die ihnen dabei helfen, auch über diese menschlichen Hürden, die völlig normal sind, drüber zu gehen. Und sie brauchen dafür aber auch Zeit und Raum. Schweizer hier im Raum? Jemand aus der Schweiz hier? Der Quotenschweizer? Okay. Vor 3 Wochen. Ich mache keine Jokes über Schweizer. Kommen Sie aus dem Kanton Aargau, oder? Okay. Ich war in der Schweiz und hatte einen Vortrag vor 45 CEOs. Und von diesen 45 CEOs haben 43 Atlassian nicht gekannt. Von diesen 43 Unternehmen waren aber 38 Atlassian-Kunden. Ja? Das ist absolut, absolut irre. Und mit dem einen CEO habe ich gequatscht und der sagt, ja Robert, warum sollen meine Leute in meiner Arbeitszeit ihr Wissen aufschreiben? Warum sollen meine Leute in meiner Arbeitszeit ihr Wissen aufschreiben? Und dann habe ich gesagt, wann dann? Am Wochenende oder in der Mehrarbeitszeit oder in der Tram oder im Zug oder wo sollen die das sonst machen? Und das bringt mich zu einer Unternehmenskultur. Und diese Unternehmenskultur ist ja etwas, außer jemand hier im Raum hat eine Formel gefunden, was wir nicht in ein Tabellenkalkulationsprogramm pressen können, wo Sie keinen ROI errechnen können für eine Unternehmenskultur, sondern die Unternehmenskultur wird zu einem sehr, sehr großen Teil durch die Mitarbeiter geschaffen. Egal, wie die Hierarchie aussieht im Unternehmen, die Kultur wird durch die Mitarbeiter geprägt. Und Kultur ist etwas, was etwas, das ist fluffy, ist nicht greifbar. Ja, so wie dieses Tier, also das ist vorne, das beißt. Wer erkennt es ungefähr? Das ist ein Kleintierzüchterverein. Ja, mir wurde gesagt, das ist ein Hase. Ja. Hase führt mich dann zu Mike und zu Scott. Das ist eine super Überleitung. Links Mike Cannon Brooks, rechts Scott Farquhar. Und die sind hingegangen 2002, haben ein Unternehmen gegründet, Atlassian, weil sie mit griechischer Mythologie beschäftigt, weiß, was der Atlas alles zu tragen hatte. Es gab sehr, sehr lange Zeit ja auch den Charlie, also für mich eines der besten Logos in der IT-Industrie, die wir jetzt durch dieses wunderbare A hier abgelöst haben. Und die beiden haben damals gewusst, die Kultur wird sich ändern. Der erste Mitarbeiter war ein Studienkollege, der wurde 2002 eingestellt und dann ging es ganz einfach raketenmäßig ab mit diesem Unternehmen, aber nicht, weil wir glauben, wir verdienen wahnsinnig viel Geld mit dieser Software, sondern weil wir glauben, wir müssen den Kunden und unseren Interessenten einfach zu nutzende Software zur Verfügung stellen. Die Werte, und das ist etwas, was die Kultur stabilisiert, die Werte, die wir bei Atlassian leben, haben ein paar sehr gute Eigenschaften. Sie sind sprachübergreifend
Sie sind religionsübergreifend, glaubensübergreifend und sie sind geschlechterübergreifend. Man spricht ja heute auch nicht mehr von Diversity, falls Ihnen das entgangen ist, sondern wir treiben jetzt eine neue Sau durchs Dorf, das heißt jetzt Balanced. Ja, wir sind jetzt alle balanced. Im Prinzip ist es egal, wenn ihr hier so in die Reihen schaut, ist die Frauenquote noch immer wahnsinnig niedrig in der IT-Industrie. Ja, auch damit beschäftigt sich Atlassian gezielt. Das heißt, wir machen gezielt Veranstaltungen für Women in Tech. Wir haben eine Community, wir sponsern Room to Read. Da haben wir letztes Jahr, glaube ich, 350.000 Bücher drucken lassen in Kambodscha. Wir gehen hin und suchen uns dort Mädchen, die keine Möglichkeit haben, an die Schulbildung heranzukommen. Gibt es ein Programm intern bei Atlassian, A Dollar a Day heißt es. Und dann geben sie dort die Möglichkeit, als Atlassian-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin jungen Mädchen an die Schulbildung heranzukommen. Bildung heißt Lesen. Lesen bedeutet, ich kann mich weiterbilden. Lesen bedeutet, ich kann etwas tun. Und das Mission Statement, das Scott und der Mike damals entworfen haben, war, darum finde ich den Hoodie von den IT-Tagen so extrem cool, weil hinten Team draufsteht. Wir glauben, dass hinter jeder großen Erfindung ein Team steht. Unsere Mission ist, das Potenzial in diesen Teams zu fördern. Und egal, was Sie sich anschauen, ob Sie Ihr Handy angucken, Ihr Auto, Ihr Haus, das hat keine Einzelperson geschaffen. Das sind alles immer Teams. Teams, die das aufbauen. Und bei Atlassian glauben wir an diese fünf Werte. Open Company, no Bullshit. Das hat für mich keine drei Wochen gedauert. Bei Atlassian habe ich das erste Projekt gegen die Wand gefahren. Das war sensationell lustig. Machen wir sie da den Kopf ab, Ohren ab, dann kannst du wieder gehen. Schaust du wieder um auf dem Arbeitsmarkt. Nein, Atlassian trennt das Prozessproblem. Denn offensichtlich war ein Prozess schlecht designt von der Person. Und ich habe dafür sogar Kudos bekommen, also intern eine Anerkennung, dass ich einen Prozess gefunden habe, der nicht funktioniert. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass dieser Fehler passiert. Wir leben aber alle so in unserem Perfektionismus, dass wir glauben, wir müssen immer alle perfekt sein und es muss alles immer hundertprozentig passen und alles immer hundertprozentig overengineert sein. Das heißt, wir trennen das Problem von der Person. Der zweite Wert, Play as a Team, ich habe das vorhin schon angesprochen, und Atlassian ist ein ganz schlechter Raum, eine ganz schlechte Plattform für Egomanen, für die Leute, die gerne in der ersten Reihe stehen und sagen, ich habe das gemacht. Ich habe das erreicht und das war meine Idee und die kann mir niemand wegnehmen und die verstecke ich so lange, bis ich glaube, dass ich mit dieser Idee fertig bin. Dann werde ich allerdings nicht viel Support innerhalb der Firma finden. Build with heart and balanced. Es gibt hier einige oder Großteil setzt Atlassian Produkte ein. Sie wissen auch, dass Sie 50% der Lizenzgebühren, Wartungsgebühr an Atlassian bezahlen. Ich sehe das eher als Invest, denn für diese 50% bekommen Sie ja nicht mal eine Roadmap von uns. Warum nicht? Weil wir das Produkt nicht um unser Selbstwillen entwickeln, sondern weil wir auf die Feature-Requests schauen, die die Kunden einreichen und diese Features in das Produkt implementiert werden. Das kann jeder machen, der das Produkt einsetzt. Sie gehen in die Community, suchen sich ihre Mitstreiter, machen ein Upvoting und schauen dann, dass sie unter die Top 5 kommen mit dem Feature-Request und dann bauen wir dieses Feature in das Produkt ein. Be the change you seek, der vierte Wert, hat für mich sehr stark mit dem ersten zu tun. Ich habe es vorhin erwähnt, ich komme aus Österreich, genau gesagt aus Wien. In Wien haben wir das Granteln erfunden, ja, also die richtig schlechte Laune. Wenn Sie mal schlechte Laune erleben wollen, gehen Sie in Wien in ein Café, Café Dieglers in der Wollzeile. Da gibt es die schlechtest gelauntesten Kellner der Welt. Ja. Wahre Geschichte, wieder wahre Geschichte. Ich gehe zu dem Café Dieglers, steht der Kellner vor dem Café Dieglers, da gehen ein paar so Treppen rein und steht und da raucht eine Zigarette. Dann gehe ich halt hin und wir gehen beide gleichzeitig auf die Eingangstür zu. Und ich gucke den so an, weil man denkt, das ist der Kellner. Und er guckt mich an und sagt, hier draußen bin ich ein alter Mann. Erst da drinnen bin ich dann der Kellner, der sie bedient. Ja, so, das heißt, ich habe ihm die Tür aufgemacht und bin dann rein ins Café. Und dann muss man sich ja mühsam anstellen, um einen Sitzplatz dort zu bekommen. Und so funktioniert das in Wien. Ja. Be the change you seek, wieder zurück zu dem Wert. Sie suchen sich intern ihre Stakeholder, treiben dieses Projekt dann an, erzählen, schreiben auf, was Sie damit erreichen wollen und dann finden Sie dort Ihre Sponsoren. Der letzte Wert, den wir leben, sorry an die empfindlichen Seelen hier in dem Raum, der letzte Wert heißt Don't Fuck the Customer, bedeutet für Sie als Kunde, Sie kaufen ein Produkt bei Atlassian, lizenzieren ein Add-on, zum Beispiel eins von der Codecentric, der Partner, mit dem wir heute hier sind, und kommen drauf, dieses Add-on ist so toll, ich will es nicht nur für meine 1000 User, sondern ich will es für 10.000 User.
Dann haben Sie 30 Tage lang die Möglichkeit, dieses Produkt zurückzugeben und dafür diese neue Lizenz zu erwerben. Kommerziell wäre es für uns natürlich viel interessanter, wenn wir sagen, oh ja, lieber Kunde, Pech gehabt, du musst jetzt das Upgrade bezahlen, du musst jetzt von deinen 1.000 auf 10.000 User gehen. Ist kommerziell für uns viel interessanter. Wir haben eher die Philosophie, gib dieses Produkt zurück, kauf dir ein neues Produkt. Oder Sie haben ein Test-Add-on und sagen, das ist vielleicht nicht das, was ich will, Sie wollen ein anderes. Innerhalb von 30 Tagen, und dann ist es egal, ob Sie es direkt bei Atlassian gekauft haben oder über den Partner erworben haben, Sie können dieses Produkt zurückgeben. Wer hat denn eine Armbanduhr an, um? Nehmen Sie die mal ab, bitte. Also alle, die eine Armbanduhr tragen, nehmen diese jetzt ab. Geben die Uhr dem Sitznachbarn. Nee, Quatsch. Jetzt nehmen Sie die Armbanduhr und geben Sie die Armbanduhr mal auf den anderen Arm. Und beobachten sich dabei. Machen Sie das ganz bewusst, was das in Ihnen auslöst. Die Uhr von links nach rechts oder rechts nach links. Die mit Faltschließe haben etwas einen Vorteil. Ja, die sind meistens schneller fertig. Wie fühlt sich das an? Die Uhr auf der anderen Hand? Ja. Passt nicht. Ne? Ist meistens zu eng. Hat gefühlte 3 Kilo. Ja. Ganz, ganz ungewohnt. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Sie sich schon so anstellen, eine Uhr zu wechseln von links nach rechts, was es für Unternehmen bedeutet, einen entscheidenden Unternehmensprozess zu ändern. Also seien Sie da etwas geduldiger mit sich, mit Ihrer Umwelt, mit dem Unternehmen. Und ein guter Freund von mir, mit dem ich sehr geduldig bin, sitzt seit einem Jahr bei einem Kunden, hat ein 4+1 Modell, also 4 Kunden, 4 Tage vor Ort, 1 Tag im Büro. Er sagt, Panholzer, komm vorbei, wir gehen zum Essen. Sage ich, super, wo gehen wir hin essen? Ja, wir gehen zum Italiener. Italiener passt, weil da kann jetzt Vegetarier was essen. Und der hat diesen Leitspruch und er sagt, das Glück des Lebens hängt ab von der Beschaffenheit deiner Gedanken. Ja. Marc Aurel ist ja ein ganz schlauer Kerl gewesen, der hat ja mehrere solche Sprüche gehabt. Mein Lieblingsspruch ist Pontius Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ja. Ist auch gut. Und er sagt, wir gehen zum Essen, okay, wir gehen zum Essen. Ja, wo gehen wir hin? Italiener, Penne Arrabbiata, ja, passt. Danach Tiramisu, Tiramisu ist cool, doppelter Espresso, passt. Wir gehen zum Italiener, wir sitzen dort, wir quatschen. Dann sage ich zum, gehst jeden Tag hierher, ja, was isst du? Ja, Penne Arrabbiata, Tiramisu, ja. Bedeutet, er zieht mich nach oben, ja, ihn zieht es eher nach unten, weil der hat sicherlich 7 oder 8 Kilo zugelegt in der Zeit, wo er dort ist. Und Espresso. Sage, okay, das ist, du gehst jeden Tag hierher, bestellst deine Penne, trinkst dein Espresso, isst dazu dein Tiramisu. Ja. Und du bist Change Manager. Ja. Schwierig. Ja. Wir sind agil. Ja. Wir pinseln ein Basketballfeld auf. Wir sind agil. Und die Menschen, die sich überlegt haben, wie kann ich ein paar Dinge ändern, denn wir gehen bei Atlassian ja grundsätzlich davon aus, dass das Universum, in dem wir uns aufhalten, ein freundlicher Ort ist. Grundsätzlich. Es gibt aber Menschen, die das zu einem unfreundlichen Ort machen wollen oder gerade dabei sind, da ganz, ganz heftig zu schrauben. Und diese Unternehmen hier sind Mitglied in einer Community, das nennt sich Pledge 1%. Wurde vom Scott Farquhar und vom Mark Benioff, CEO von Salesforce, gegründet und heißt, wir spenden 1% von der Mitarbeiterarbeitszeit bei Atlassian, wir spenden 1% unserer Lizenzen und 1% von unserem Profit an diese Aktion, an diese Community. Sie müssen dafür kein Atlassian-Partner sein, kein Atlassian-Kunde. Wenn Sie Atlassian-Kunde sind, großartig. Wenn Sie dem beitreten, und wir haben einen kleinen mittelständischen Kunden, der im Stuttgarter Raum sitzt, die haben vor 2 Jahren, haben die dann den Stuttgarter Stadtpark gereinigt. Das ist genauso etwas, was Sie in diese Community einbringen können. Ja, in München gibt es das auch, die Aktion heißt dann Ramadama. Das ist ganz egal, was Sie dort machen, geben Sie etwas zurück. Der Scott und der Mike, die glauben, dass wir nicht nur unternehmerische Verantwortung haben und dafür da sind, mit Ihrem Geld vernünftig umzugehen, weil witzigerweise bezahlen Sie meinen Gehalt und nicht Atlassian, sondern die sagen auch, wir haben Verantwortung gegenüber der Welt, wir müssen gegenüber der Welt auch etwas zurückgeben. Und wer es mitbekommen hat, der Mike hat ja mit dem Elon Musk von Tesla ja eine Wette laufen gehabt, hat es jemand mitbekommen, mit dieser Tesla Powerbank.
Mike Cannon Brooks hat mit dem Elon Musk gewettet, dass er es nicht schafft, bei unserem Entwicklungslabor ein Powerpack zu installieren innerhalb von 100 Tagen, damit unsere Produktentwickler weiterentwickeln können. In Australien gibt es nicht das Problem, dass die Kraftwerke nicht funktionieren. In Australien gibt es das Problem mit der Infrastruktur. Dass die Kabeln, die dort liegen oder hängen, sind ganz einfach so desolat und in einem derartig miserablen Zustand, dass wir sehr, sehr oft Ausfälle haben, Stromausfälle haben und unsere Entwickler nicht arbeiten können. Was wiederum bedeutet, keine Entwicklungsarbeit, Kosten, die auflaufen. Und der Elon Musk hat diese Wette angenommen und nach 92, 93 Tagen wurde dann begonnen, dieses Powerpack zu installieren und vor Ablauf dieser Frist wurde das fertig und dann hat der Mike Cannon Brooks einen Scheck ausgestellt und hat dem Elon Musk die Kohle dafür überwiesen. Ja. Ziemlich coole Challenge. War aber nicht ihr Geld, sondern war sein Geld. Und diese Gruppe, die Sie hier gesehen haben bei Pledge 1%, wer weiß denn, was Unterschied ist zwischen Gruppe oder Team? Was ist eine Gruppe? Ich mache es Ihnen leicht, FC Bayern ist eine Gruppe. Ja. Bitte. Was ist die Definition von Team? War jetzt leicht. Ja. Erstmal, bei der Gruppe ist das einfacher zu erläutern. Das ist eine Ansammlung von Menschen, die an ähnlichen oder gemeinsamen Themen arbeiten, aber nicht als homogenes Team auftreten. Jeder verfolgt Einzelinteressen und in einem Team arbeiten alle deutlich fokussierter an einem Strang. Mhm. Okay, genau. Also würde ich sagen, hier ist eine Gruppe von Menschen, manche von Ihnen sind in einem Team unterwegs. Und wenn wir uns anschauen, wie unsere Kunden funktionieren, dann sehen wir sehr, sehr oft, dass wir ganz, ganz toll an die Leute unsere Produkte adressieren können, die unter dieser Lehmschicht sitzen. Und ich habe vorhin das Beispiel gebracht von diesen 45 CEOs in der Schweiz, wo 43 uns nicht kannten. Und wir haben aber Schwierigkeiten, das nach oben zu kommunizieren. Das genauso wie unsere Partner Schwierigkeiten haben, das in die Führungsebene zu kommunizieren, genauso ist es für Sie vielleicht schwierig, die mit diesen Werkzeugen arbeiten, diese Lösungen weiter nach oben zu transportieren. Oder wer hat hier irgendwie Vorstände, die aktiv mit Jira oder mit Confluence arbeiten? Eins, zwei, okay. Gegenprobe, wer glaubt, dass wir nur gut in der IT sind? Software-Tracking, Issue-Tracker für Software, Entwicklung, keiner, okay. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir da weiter raufgehen und deswegen haben wir uns einmal angeschaut, wie Gruppen oder wie Teams funktionieren. Was wir in Gruppen sehen, ist sehr, sehr oft eine kurzfristige Denke. Wenn Sie sich die Verweildauer von C-Level-Leuten, speziell in den USA, angucken, dann sind die dort für 180 oder 210 Tage in diesem Unternehmen tätig. Der denkt bei seinem Eintritt sehr oft schon an den Austritt, verhandelt dort Ausstiegsklauseln. Das führt wiederum zu einer gewissen Unverantwortlichkeit. Der Reinhard Sprenger spricht hier auch von der organisierten Unverantwortlichkeit, die wiederum dann zum Misstrauen führt. Und eine Misstrauenskultur bedeutet, Sie treffen keine Entscheidung. Sie wissen alle, egal ob Sie Wallenstein lesen oder Sun Tzu oder Paulo Coelho, keine Entscheidung ist das Schlimmste, was Sie tun können. Und wenn Sie 100-mal in die falsche Richtung gehen, ganz egal, Sie gehen zumindest einheitlich in die falsche Richtung. Und es führt dazu, dass wir glauben, diese Unternehmen sind sehr stark von einer angstgetriebenen Kultur beherrscht und es wird mehr mit Angst geführt als mit irgendetwas anderem. Was ist das Gegenteil von Angst? Jetzt wird es ein bisschen esoterisch. Liebe. Ja. Liebe heißt wiederum Vertrauen. Ich habe vorher die Frage gestellt, Kinder, wer hat Kinder so im Alter von 3 bis 5 Jahren? Ja, dann gibt es dieses Erlebnis, wenn der Sohn oder die Tochter, und meistens wird es nur Müttern zuteil, zu seiner Mutter geht und sagt, Mama, ich will dich nicht mehr, geh weg. Oder du kannst verschwinden oder was auch immer. Das ist der ultimative Vertrauensbeweis, den eine Mutter oder Eltern von ihrem Kind bekommen können. Da beherrscht ein derartiges Urvertrauen dieses Kind, dass das Kind ganz genau weiß, egal ob die Tochter 8 ist oder 14, die Mama ist immer da oder der Papa ist immer da. Und das ist das, was bei uns ein bisschen verloren geht, wenn wir in das Unternehmen einsteigen. Und wir haben uns überlegt, was brauchen wir dafür? Vertrauen bedeutet bei Atlassian Open Company No Bullshit. Wenn ich in meinem Team erzählen kann, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, ich brauche dabei Hilfe,
dann ist es eine sehr, sehr starke Öffnung von mir gegenüber meinen Gesprächspartnern oder meinen Teammitgliedern. Wenn ich jetzt so viel Vertrauen habe, und da sind wir Männer ganz gut bei dem nächsten Punkt, dann bin ich auch in der Lage, in den Konflikt reinzugehen. Sarcasm off. Ja. Welcher Mann hier ist gut in einem Konfliktgespräch mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner? Genau. Ja, weniger. Und was wir auch nicht verstehen, ist, wir kommen heim und unsere Frau kommt heim und unsere Lebenspartnerin kommt heim und die will ganz einfach mal nur quatschen, weil irgendwas ganz, ganz mies gelaufen ist. Und wir Männer tendieren dann immer sehr, sehr stark zu einer Lösung und sagen, ja, das musst du dann so machen, du musst mit dem, völlig uninteressant. Ein Glas Wein oder besser zwei oder ein Tee oder was auch immer hinsetzen und ganz einfach immer nur, wie sagt der Dieter, nur Schnauze halten, zuhören, ja, hilft. Und das hilft auch in einem Teammeeting. Man hinsetzen und einmal hören, was will mir die andere Person sagen. Und wir denken viel zu sehr daran, nämlich in der Mitte des Satzes von dem, was wir hören, glauben wir, dass wir die Antwort kennen. Ja. Völliger Blödsinn an der Stelle. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, so viel Vertrauen aufzubauen und dann in den Konflikt reinzugehen, dann habe ich auch die Möglichkeit, Gespräche zu führen, die über dieses herkömmliche Denken hinausgehen und sagen, okay, lass uns das gemeinsam rocken, lass uns das gemeinsam hier veranstalten, lass uns gemeinsam dieses Projekt vorantreiben. Und dann bin ich auch in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist mir egal, wer dann angerauscht kommt in das Projektteam. Und wenn es jemand aus dem Führungsteam ist, dann weiß ich, was ich tue. Ich weiß auch, was meine Teammitglieder tun in diesem Projekt. Bedeutet dann natürlich, ich gehe in die vollkommene Zuständigkeit und bin auch für die Resultate verantwortlich. Und so ähnlich wie die Frau Held dort sitzt und sich Gedanken macht, Jahr ein, Jahr aus, so machen wir uns auch bei Atlassian Gedanken und überlegen uns, wie können wir den Leuten da draußen transportieren, was wir bei Atlassian glauben, was gut ist. Und wir haben Playbooks entwickelt. Und diese Trademark Get Shit Done beinhaltet sehr viele unterschiedliche Playbooks. Ich habe Ihnen heute eines mitgebracht, wo es um einen Gesundheitschecks für Projektteams geht. Woraus bestehen diese Gesundheitschecks für Projektteams? Das erste ist, sie haben 8 Merkmale. Hier gibt es mal das Merkmal, wer ist zuständig? Dann schreiben Sie auf, was definieren Sie als Zuständigkeit in einem Projektteam? Und hier wurde definiert, es gibt einen Leiter, der für das Ergebnis des Projekts verantwortlich ist. Dies muss jemand sein, der mindestens 80% seiner Zeit dem Projekt widmet und der sich im Team und teamübergreifend für das Projekt einsetzt. Und dann sehen Sie das, ist etwas rot unterlegt. Das bedeutet, die Mehrheit der Teammitglieder weiß nicht, wer der Leiter in diesem Projektteam ist. Dann wurde hier aufgeschrieben, manche Teammitglieder hielten Rebecca für die Leiterin, andere dachten, Steve sei der Leiter. Das sorgt für Verwirrung im Projektteam. Wir müssen den Projektzuständigen genau festlegen. Und diese 8 Merkmale definieren Sie. Sie bekommen von uns ein leeres Stück Papier. Das gibt es für die, die kein Confluence einsetzen, als PDF-File. Und für die, die Confluence einsetzen, gibt es es als Vorlage zum Runterladen. Und dann gehen Sie über die nächsten Merkmale, Proof of Concept, Überblick auf einer Seite. Und Sie sehen, diese Felder sind unterschiedlich koloriert, einmal rot, einmal grün. Und am Ende des Tages kommen Sie dann zu diesem Raster. Und diesen Raster verwenden Sie im Idealfall mindestens einmal im Monat. Und einmal im Monat gehen Sie dann hin und sagen, ich weiß, wer der Zuständige in diesem Projektteam ist. Und dann gibt es nur 3 Symbole. Daumen nach oben bedeutet grün. Ich weiß, wer es ist. Daumen in die Mitte. Bin so leicht krank, das heißt, ich bin so in Richtung gelb unterwegs. Und Daumen nach unten bedeutet rot. Ich habe keine Ahnung, wer der Verantwortliche in diesem Projektteam ist. Wir machen das jedes Mal in unserem Teammeeting. Einmal im Monat setzen wir uns hin und wir sagen, ist es vollkommen klar, in welche Richtung die CeBIT, wir denken 3 Sekunden über die CeBIT nach, in welche Richtung die ITSA geht, eine andere Messe, in welche Richtung die nächsten IT-Tage gehen, wissen wir, was wir dort tun wollen, Daumen nach oben, Daumen in die Mitte, Daumen nach unten und ich muss das nicht großartig begründen, sondern es geht immer nur darum, mein Gefühl ist, ich weiß nicht, was da gerade abläuft. Mein Gefühl ist, ich weiß nicht, was 2019 bei den IT-Tagen präsentiert wird. Und es geht nicht darum, eine Lösung zu präsentieren, sondern nur darum zu sagen, ich weiß es nicht. Und wenn Sie das machen, über 5 Monate zum Beispiel, kommen Sie irgendwann einmal zu so einer Matrix.
drei Farben, ganz einfach. Wir Männer können ja nur 4000 Farben unterscheiden, Frauen wesentlich mehr. Rot, Gelb, Grün. Und an den grünen Dingern müssen Sie überhaupt nichts drehen, weil die funktionieren. Die sind klar im Team. Wenn Sie ein Team haben von 8 Mitarbeitern und einer dreht den Daumen in die Mitte, ist dieser Punkt nicht grün, dieser Punkt ist gelb. Nur wenn Sie bei allen Übereinstimmung feststellen und sagen, ich weiß, was ich tue, dann läuft es in die richtige Richtung und dann geben Sie dem Ganzen einen grünen Punkt. Wenn Sie Projektteams haben, wo Sie eher das Gefühl haben, ein bisschen zurückhaltend, dann setzen Sie grundsätzlich alle Werte mal auf Rot. Und dann müssen Sie im Projektteam sich nach oben argumentieren, warum ist das jetzt doch nicht so schlimm. Ja, für alle, die nicht positiv denken oder weniger positiv denken, warum ist das nicht so schlimm? Dann geht man in Richtung Gelb und dann ist man irgendwann einmal grün. Und dann sehen Sie auch unterschiedliche Werte. Im vierten Monat ist auf einmal ein Punkt, der grün war, gelb. Und dann kann ich mir die Frage stellen, was ist da passiert? Warum glaube ich, dass ich keine Ausgewogenheit im Team habe? Wurde jemand abgezogen? Ist jemand überarbeitet? Hat jemand ganz einfach zu viel Tasks? Hat jemand zu viel Arbeit in diesem Team für dieses Projekt bekommen? Und egal, was Sie da machen und egal, wo Sie rauskommen, Sie können es im stillen Kämmerchen machen, Sie können es auch daheim mit Ihrer Familie machen. Sie sollten nicht Ihre Ehe damit analysieren, da gibt es andere Möglichkeiten dafür, aber Sie können das grundsätzlich in jeder Gemeinschaft machen. Denken Sie an einen Fußballclub, denken Sie an Ihren Judoverein, denken Sie an Ihren Squashclub oder was auch immer. Das hat nicht unbedingt etwas mit Business zu tun. Das sind nur Vorlagen, die wir Ihnen hier liefern. Und egal, was Sie machen, Sie können nichts verkehrt machen. Der beste Lehrer versagen ist, sagt schon der Master Yoda. Und wenn Sie mal dieses Kunststück schaffen, natürlich nicht in Roboter, Sie können es auch in Roboter-Kostüm machen oder in Star Trooper-Kostüm machen, schicken Sie mir ein Foto davon. Schaue ich gerne zu. Aber das Wichtige ist zu wissen, Sie können dabei nichts falsch machen. Sie können das ausprobieren, Sie können sich auch Atlassian-Leute ins Haus holen. Wir gehen mit Ihnen gemeinsam durch diese Übung durch. Das ist ein Angebot, das Ihnen keine Kosten verursacht. Wir kommen bei Ihnen vorbei und exerzieren mit Ihnen diese Playbooks durch. Ja? Wir machen dazu Web-Sessions, wir machen dazu öffentliche Veranstaltungen. Und die Grundlage für all das sind unsere 5 Werte. Open Company, no bullshit. Play as a team, build with heart and balance. Be the change you seek and don't fuck the customer. Meine letzte Übung für heute. Gibt es irgendwie hier Sicherheitsbeauftragte, jemand vom Gewerbeamt oder so irgendwas? Probieren Sie mal Folgendes im Büro. Wer hat denn ein Einzelbüro? Wer kann sich einschließen? Wer hat denn noch die Uhr auf der anderen Hand? Zu viel zum Thema Change. Ah, das ziehen wir durch. Wir ändern das jetzt. Jeder, der will, macht diese Übung mit mir mit. Das vorher getestet, das sollte mich aushalten. Machen Sie diese Übung mal im Büro, machen Sie es nicht auf dem Drehstuhl, da wird es sehr originell. Da sollten Sie sich jemanden suchen mit einer Videokamera. Was ich ab und zu mache, ich stelle mich auf meinen Bürostuhl und gucke mir meinen Arbeitsplatz von oben an. Sie können mitmachen. Die Ausgeflippten machen mit. Die Ausgeflippten können auch sitzen bleiben. Stellen Sie sich im Büro auf Ihren Stuhl. Wenn das mehrere Kollegen machen oder Kolleginnen, dann ist es nicht mehr so dramatisch. Ja, dann sind Sie eher in dieser Masse, die sowieso alles mitmacht. Und versuchen Sie mal, die Perspektive auf Ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Schauen Sie Ihren Arbeitsplatz mal mit anderen Augen an. Hier hatte jemand von FACC, die machen diese Flugzeuginnenverkleidungen. Er sagt, hey super, ich habe mein Fußballshirt gefunden, das seit 3 Jahren oben am Schrank lag. Ja. Das sind dann eher so die praktischen Erfahrungen, die man damit macht. Und die Übung ist nicht schwer. Machen Sie die Übung mit Ihren Kindern, mit Ihren Freunden oder was auch immer. Versuchen Sie wirklich mal andere Perspektiven einzunehmen. Und jetzt steigen wir wieder alle vorsichtig runter. Und ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie hier waren.